Hallo, liebe Kultisten, Brüder und Schwestern, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute einen weiteren Horrorshort. Wir spielen Oakwood und das scheint ein First-Person-Game mit Dinosaurier-Horror zu sein. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie Dinosaurier-Horror aussieht. Deswegen dachte ich mir, du, das musst du einfach mal spielen, weil eigentlich magst du ja total gern Dinosaurier. Hoffentlich fressen die mich jetzt nicht. Das würde mich unendlich traurig machen, aber wahrscheinlich fressen sie mich. Sind wir ehrlich. We're almost at the campground and about to lose reception, so I just wanted to check in. It's so beautiful out here. Just keep following that logging road till you see the sign for Oakwood. It's been abandoned for a while, so hopefully it's not too hard to miss. We're supposed to lock the fence behind us, but we'll leave the key out for you. Be safe on your way up here, and we'll see you tomorrow. Can't wait! Okay, das war ein Telefonanruf, wo sie mir gesagt haben, dass wir uns in Oakwood treffen. Das ist anscheinend ein Camp. Um zu campen. Ja, wir wollen jetzt hier campen gehen. Zentrale Küstenregion British Columbia. 2018. Wir wissen, 2018 British Columbia ist gepackt voll mit Dinosauriern. Also das ist vollkommen lebensgefährlich hier wirklich zu campen wegen all der Saurier. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr wieder mal in Urlaubsgebiet seid. Und ah, ja. Danke, jetzt kann ich rennen. Wenn ihr wieder mal in Urlaubsgebiet seid und dann seht ihr nicht nur schöne Schmetterlinge, sondern auch überall Dinosaurier. Schrecklich. Wie ihr mal so einen Stegosaurus euer Mittagessen gefressen habt, scheiße einfach. Scheiße, es nervt. Hoffentlich kommen keine Dinosaurier in den Game vor. Spoiler-Alarm, ich glaube, es kommen Saurier in den Game vor. Sieht eigentlich ganz nett aus. Nicht wahnsinnig die Grafik, es ist schon ein bisschen älter. Das ist auch ein Indie-Game. Left Mouse with glowing objects. Solltet ihr übrigens niemals machen, wenn ihr ein leuchtendes Objekt seht, dass ihr sofort damit agiert. Hey Maddie, du bist auf dem richtigen Pfad. Folg einfach weiter dem Weg. Seh dich bald. IM. Das ist mein Traumname. Ja. Ja. Gott sei Dank heiße ich nicht M. Dried Path. So, Gott sei Dank bin am ersten Rätsel nicht schon gescheitert, wo es darum ging, gehst du links oder gehst du rechts. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß gar nicht, ob das hier ein Pfad ist. Doch, irgendwie ist das schon ein Pfad. Ja, das ist ein bisschen heller. Das ist aber ein schöner Wald. Was ist denn hier los? Wir können uns auch ewig hinsetzen, Enten füttern. Enten füttern in einen See, in dem es keine Enten gibt. Das ist mein allergrößtes Hobby. Nee, machen wir lieber nicht. Weil die Enten könnten unser Brot wegfressen. Und die Dinosaurier könnten die Enten wegfressen. Ich freue mich so auf die Dinosaurier. Oakwood, da sind wir. Da sind wir endlich ange. Bin runtergefallen, ja, anscheinend. Endlich angekommen und da ist wieder ein gelbes Objekt. Eichenwald. Press left to pick up the key. Ein Key. Vielleicht ist hier ein Schlüssel in der Nähe. Oh nein, oh nein, jetzt geht es schon los, dass ich Sachen suchen muss. Und nicht finde. Ja, okay. Da ist einfach der Schlüssel. So schwer war das jetzt nicht. Ah! Der Rätselmeister. Bin der Rätselmeister. Ich weiß, in ein Schloss muss man kombinieren mit einem Schlüssel. Sagt dir nichts mehr, liebe Kultisten, nicht wahr? So, was haben wir hier? Hallo, hallo. Warum ist das zugenagelt? Das ist gar nicht zugenagelt. Das ist ein Kiosk. Kann ich hier was bestellen? Gerne ein Ad-F-Schleck. So. Du bist Robert Lowright. Robert wurde zuletzt auf dem Seeker Trail gesehen, wo er im Juli 1990 fischen ging. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, bitte kontaktieren Sie den Woodpine Park Service. Okay. Sollten wir hier zufällig auch einen Fischer sehen, dann können wir dem Bescheid geben.
Ja, schon dunkel hier plötzlich. Wo bist du denn jetzt hier so dunkel? Hallo? Jungs? Wer ist da? Tag der Ankunft, 7. Juli, 7 Gäste für 3 Nächte. Einfach den Burn Trail folgen für 13 Kilometer zum Green Lake. Am Nordufer muss man einfach die Hütte finden. Benutzt den Schlüssel, den ich dir in der E-Mail geschickt habe, um das Schloss aufzumachen. Bitte schließt das Schloss wieder hinter dir. Habt einen wundervollen Urlaub. Jungs! Jungs, seid ihr da? Bin jetzt auch hier. Drinking Rules. Ach, das ist ein Trinkspiel. Immer wenn Hannah No Way sagt, wird getrunken. Kein Schneuzen, kein Niesen, kein Zeigen. Immer wenn das Feuer ausgeht und so weiter. Und so weiter. Okay, ist einfach ein komisches Trinkspiel, das die hier gemacht haben. Die haben anscheinend schon ohne mich das Trinken angefangen. Ist natürlich super gut. Weil das mache ich auch immer. Ich lade immer Freunde ein und dann bin ich schon krass betrunken, wenn ich komme. Wenn die kommen. Phone Maddie before Woodpile Ridge. Hey, ist einfach eine Telefonnummer. War nicht so wichtig. Triff mich am See um Mitternacht. Liam. Von der Hannah ist das geschrieben. Ah, da geht was zwischen Hannah und Liam. Da geht was zwischen den beiden. Sag mal, warum sind hier so viele Notizen, wo nichts draufsteht? Oh mein Gott, Carter ist so ein Idiot. Ich kann nicht glauben. Er hat so viele verschiedene dumme Gadgets mitgebracht. Es ist etwas süß, aber einen von den Radios, den er mitgebracht hat, der funktioniert nicht mal. Bitte erinnere dich dran, du hast ihn eingeladen. Okay. Katzkater ist so ein Idiot. Oh, ich kann mich ducken. Duck nicht. Schlüpf jetzt da rein und schlaf einfach. Schlaf jetzt einfach in eurem Zelt. Der kommt, sagt einer, wer hat denn in meinem Bettchen geschlafen? Ich betrink mich jetzt selber. Kopf, 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 kopf. Nein, Entschuldigung. Trinken ist ja das Lapp-Lapp-Geräusch. Lapp, 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 lapp. Lapp, lapp, lapp. Mehr Lapp. Okay, aber im Endeffekt ist hier nichts von Wert. Außer, dass man gerade einen Schrei gehört hat. Mehr Alkohol, ein Gaskocher. Eine Axt. Nimm die Axt mit. Du, ich würde die sofort mitnehmen. Okay, schauen wir mal, warum unsere Leute nicht da sind. Schauen wir mal, warum unsere Leute eigentlich nicht da sind. Hier geht's runter. So, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Was ist das? Das ist immer das Schlimme am Camp, wenn die Leute ihren Müll zurücklassen. Also, das ist hier freie Natur. Lasst doch nicht euren Scheiß überall liegen. Wirklich? Also, das meine ich ernst. Musst du nicht zusätzlich alles verschmutzen für die, die nacheinkommen? Eine Toilette. Ausgezeichnet, selbst im Wald gibt's Toiletten. Müssen die erforschen. Männer oder Frauen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, welches Geschlecht wir sind. So, Warnung. Das Wasser vom Lake sollte nicht verwendet werden. Das Wasser vom See sollte nicht verwendet werden. Jedes Wasser aus den Abflüssen sollte gekocht oder zumindest für eine Minute angekocht werden, bevor man es trinkt, sich die Zähne putzt, Essen behandelt oder Kleinkindnahrung zubereitet. Okay, machen wir dann. Wenn wir hier für Kleinkinder kochen müssen, ist das überhaupt kein Problem. Machen wir, hier ist die Toilette. Gar nicht mal wenig unheimlich. Natürlich funktionieren übrigens die Spiegel mal wieder nicht. In jedem Horrorspiel sind die Spiegel verflucht. Da sieht man nichts, damit keiner zufällig fünfmal aus Versehen Candyman sagt. Candyman. Ich hab's einmal gesagt, jetzt sage ich es aber nicht mehr. Ich habe ein Totem gefunden. Um Gottes Willen, sag mal, gibt es hier wilde Ureinwohner in diesem Campingground? Naja, gehen wir weiter. War eine tolle Toilette, fand ich ziemlich cool. Schön, Toilette gefunden. Bin mir nicht sicher, ob wir immer nach unten gehen sollten, wenn es so krass gefährlich aussieht. Na gut, okay. Du hältst wohl nicht so viel von deinem Leben, Liebe. Sind wir die Hannah? Sind wir die M? Nee, die M hat uns geschrieben. Gute Frage. M ist die Abkürzung für Emily, sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig?
Camping Table, cool. Und halb voller Musik, auch cool. Weiter geht's. Lololo. Hallo. Ist hier jemand? Lustige M. Lustiges Rascheln. Irgendwo rumgeschlichen. Und dem ich verkackeiern, Leute. Das finde ich aber nicht lustig. Das mag ich aber gar nicht. Mag ich aber wirklich nicht. Oh. Das war nicht so cool. Bitte was? Was? Was ist das für ein fucking Geräusch? Ich muss zugeben, als ich gesehen habe, dass es ein Dinosaurier-Spiel ist, bin ich davon ausgegangen, dass das vielleicht kleine Dinosaurier sind. Wir gehen hier in den Park-Trailer rein, wo Blut dran ist. So. In einem Park-Trailer ist man im... Ey, ist jetzt der Park-Trailer auf mir kollabiert? Was ist das Problem? Hat mich jemand von hinten niedergeschlagen? Ah, oh, ich habe eine Taschenlampe, die so gar nicht viel Licht gibt. Hallo? Mach mal aus. Dann mach mal wieder an. Are you fucking kidding me? Mach die Lampe aus. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Wir kennen es aus Jurassic Park. Solange wir uns nicht bewegen, sehen die uns nicht. Ich glaube, das ist eine Legende, oder? So, das ist mir das Blödste, was mir beim Campen je passiert ist. Super cool gemacht, wie diese... Also die Grafik ist natürlich jetzt nicht die Bombe, aber... wie halt bei jeder Bewegung diese Flaschen hier runterfallen und klirren. Scheiße. Jetzt wieder. Hallo? Mistige Scheiße. Also, das ist der beschissenste Campingtrip. Nicht ihn anleuchten. Du? Ich gehe davon aus, er hat uns gesehen. Kann das sein? Der Campingtrip ist scheiße. Hallo? Ach du Fick nochmal. Ihr wollt, dass ich jetzt da rausgehe? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich weiß nicht, wo meine Leute sind. Und ich werde verfolgt von einem T-Rex. Das ist erbärmlich, wie wenig ich sehe. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, überall, wo drinnen ist, ist eigentlich ernst. Gut. Ja, wenn so ein Ding so groß ist, habe ich immer die Angst. Habe ich immer die Angst, dass ich hier so gehe, lalalala, und von oben wegschnabuliert werde. Okay. Ja, cool. Loading. Okay, ziemlich cooler Auftakt bisher, muss ich gestehen. Ziemlich cooler Auftakt. Ich bin vielleicht drinnen sicherer, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Wir gehen hier nicht mehr raus. Ach du liebe Güte, wo sind wir denn eigentlich? Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Wenn es jetzt nur so ein Random Encounter gewesen wäre, und es gar nicht um Dinosaurier geht, sondern um Geister. Oder, was noch viel geiler wäre, wenn es einfach Geisterdinosaurier wären. Das wäre noch mehr pulpy. So. Großartig. Können wir Kajak fahren, nachdem wir es aufgetankt haben. Jeder weiß, so ein Kajak funktioniert nur, wenn man es auftankt. Cool. Was ist das hier? Hi. Die Klasseneinschreibung ist Survival, ja. Fitness, ja, werden wir auch haben. Swimming hoffe ich nicht.
lokale Mythologie, Water Rafting und Bogenschießen. Toll, 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 toll. Oakwood Lodge Community Hall. Das ist klasse. Ich freue mich schon total auf unseren Urlaub hier. Da geht's ja weiter. Geht's ja weiter. Einen konnte ich aufmachen, das habe ich ganz genau gesehen, oder? Ah! Da ist ein Totem drin. Totem. Wenn ich klicke, passiert was Unheimliches. Nein, das heißt nur, dass die Tür zu ist. Die ist zu. Okay. Oder wenn jetzt hier der Slenderman drin wäre, das wäre auch die Bombe. Okay, History and People. Gar nicht mal so interessant. Du liebe Güte, das ist ja hier offen. Das finde ich gar nicht mal so geil. Unbekannte Proben von Tierkot wurden derzeit auf dem Seeker Trail gesichtet. Dr. Hillheimer von der Universität hat gleiche Funde 7 Jahre zuvor gemacht, als er die Region untersucht hat. Die Laborergebnisse haben nichts ergeben. Wenn meine Annahmen wahr sind, ist hier vielleicht ein kleines, eigenständiges Ökosystem in der Nähe. Wenn die Natur solche mysteriöse Flora, Pollen hier ausgewiesen hat, ist es ein Hinweis darauf. Also es gab hier anscheinend ein vielleicht kleines, unbekanntes Ökosystem. Okay. Kann denn das passieren, ein kleines Ökosystem, wenn das dann gar nicht auffällt? Naja, es gibt... Was ist ein Kratzer dran? Gibt's hier noch andere Dinosaurier, bis auf den großen? Hallo? Hallo? Das ist ein Buch. Die einzigartige Flora von der Temperature Zone hier. Passiert uns eigentlich eher weniger. Hallo? Ist verschlossen. Die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt hier rein und Bücher lesen bis ans Ende unseres Lebens? Ich meine, das hilft uns ja überhaupt nicht, was wir hier machen. Was war das? Mom and Dad. Kann ich etwas früher vom Camp zurückkehren? Es macht keinen Spaß mehr. Jeder flippt nur aus über irgendwelche Kinder, die hier vermisst sind. Wir dürfen nicht draußen spielen, außer ein Counselor begleitet uns. Vielen Dank für die Cookies. Ja, gerne doch. Ich habe aber keine Cookies dir gemacht. Das ist der Brief. Habe ich den so gelesen, während ich hier in die Wand geschaut habe? Habe ich den Brief hinter mir gelesen? Ich bin ja ein Genie. Ja, schaut mal, wie gut ich lesen kann. Ich kann sogar Briefe hinter mir lesen. Ich bin ein Meister des Lesen. Ich. Ja, was war da? Hallo? Hallo, hallo? Ja? Ich höre dich kaum. Ich verstehe dich nicht. Okay, irgendwas mit Dylan, irgendwie, dass sie im Moment sicher ist, aber ob jemand da ist und auf der Frequenz hört. Nee, habe ich das Rauschen nicht verstanden. Okay, also Dylan ist vielleicht hier durchgegangen. Das ist vielleicht nicht so geil für Dylan. Man merkt, dass es immer schlecht für jemanden ist, wenn er irgendwo hingeht und eine Blutspur hinterlässt. So, aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Und jetzt nehmen wir uns einige Bücher und lesen hier bis ans Ende unserer Tage. Nein, auf. Es ist verschlossen. Großartig. Was ist der Schlüssel? Und jetzt hier jedes Buch anschauen. Der Sasquatch, Opogo und andere Kryptiden des pazifischen Nordwestens. Okay, Mythologie. Der Sasquatch macht mir hier im Moment am wenigsten Angst. Muss ich wirklich gestehen. Sasquatch. Bigfoot. Oh, machst mir noch keine Angst. Ich muss aber sagen, das ist ganz schön unheimlich hier drin. Allein weil ich nicht weiß, was das hier ist. Achso. Wahrscheinlich eine Lichtaufhängung. Toiletten. Verdammt. Abgeschlossen. Was machen wir jetzt bloß, wenn wir aufs Klo müssen? Ich habe das Gefühl, wir sind hier schon gewesen. Hauptoffice.
Dafür war der Schlüssel. Das muss mir einer sagen. Hallo? Hallo, hallo. Bitte jagt mir keinen Schreck ein. Bitte schreckt mich nicht zu Tode. Ja, was soll ich denn hier jetzt finden? Hallo, hallo? Ein Telefon. Sieht super neuartig aus. Also ich weiß, 1990 sahen die Telefone nicht mehr so aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Noch ein Schlüssel. Man's Room Key. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Ich muss so dringend aufs Pipi-Haus. Wie nennt ihr das? Ich sag immer Pipi-Haus. Das wirkt so männlich. Nein. Ich geh mal auf die Toilette. So, hallo? Hallo? Ist hier jemand auf dem Klo? Nein? Schade. Schade. Was habe ich erwartet, dass jemand ist und sagt, hallo, schön, dass du drauf bist. Geh doch zu. Scheiße, das war gar kein Versteck. Okay, was war das? Was war das? Hallo? Ist hier jemand drin? Ist hier jemand drin? Habe ich einen Brief? Was glaubst du, ist mit Jacob passiert? Mike hat gesagt, ein Bär hat ihn erwischt, wie ein Grizzly. Warst du mit ihm befreundet? Schreiben sich hier die Camp-Leute. Naja, dann hat jemand einen Bär gefressen. Hallo? Oh, Backe, ich glaube, das führt wieder nach draußen. Nein, es führt nicht nach draußen. Es führt in eine riesige Cafeteria, wo auch ein Lockerroom ist. Ach komm, die Taschenlampe ist ein Witz, aber ich glaube, das ist ja relativ realistisch auch noch. Hallo? Hier sind weitere Toiletten. Öffne dich. Um Gottes Willen. Jemand hat den schwarzen Code fabriziert. Der schwarze Code wird uns jetzt alle holen. Das ist ein Quatsch. Ich habe keine Angst vor schwarzem Code. Doch, eigentlich schon. Hey Jody, gehst du heute zur Talentshow? Willst du ein Duett mit mir singen, Katie? Weiß ich nicht, ob ich mit dir ein Duett singen will. Ob das nicht verschwendete Liebesmühe ist. Meine Gesangsstimme ist viel besser als deine. Joey, Katie, irgendwie, wie immer du hießt. So, okay. Dann sind wir hier wohl leider in einer weiteren Sackgasse, wenn ich nicht ganz irre. Also bisher sind wir nur ein T-Rex begegnet. Überhaupt nicht schlimm. Was macht man eigentlich, wenn man so wirklich so ein T-Rex begegnet? Also bei der Polizei kannst du ja... Shit. Irgendwie auf dem Dach oder was war das? Was zum Henker war das? Weil zur Polizei, wollte ich sagen, kannst du ja schlecht gehen. Die halten dich ja für einen Idioten, wenn du denen die Geschichte vom T-Rex auftischt. Oh, super. Willst du mich verarschen? Das ist das einzige Licht, das ich krieg. Das sind wir, der diese Geräusche macht. Liebe Güte. Bewegt sich da was? Nee, das ist nur der Staub. Hallo? Langsam ist mir unwohl. Wobei, ich glaube, so die Polizei oder die Nationalgarde oder die Army wäre wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner. Die erledigen doch einen T-Rex bestimmt mit einem so Sniper-Gewehr. Ja nicht mal wohin. Aber da war irgendwas hier mit mir drin. Ich habe ja nicht mal mitbekommen, was mich erwischt hat. Ich habe mir nur gerade überlegt, ob ich die Taschenlampe ausschalten soll. Fucking Saurier.
ist was. Ich sehe aber nicht, ob es hier ist oder nicht. Hallo? Er schaut voll in meine Richtung, wenn ich jetzt rausgehe. Andererseits schaut er schon nicht umsonst in meine Richtung. Er dachte sich, hä? Warum schaut denn der Depp unterm Ding so bescheuert? Ah, er hat mich nicht gesehen. Die sind also anscheinend fast nachtblind. Hier. Ist er das? Da rein, wir wollen da rein. Das ist viel zu klein für ihn. Okay. Das haben wir ziemlich gut gemacht, glaube ich. Hier drin können wir auch tatsächlich die Taschenlampe anmachen, weil das interessiert bestimmt nicht. Das war ein Raptor, ich habe es ganz genau gesehen. Hallo? Hallo? Diese Küchen, die sind wie in Jurassic Park voll mit Raptoren. Ich hasse es, wenn die Küchen voller Raptoren sind. Hast du es ja, wenn die Küchen voller Raptoren sind. Fuck. Hier rein. Du blödes Mistviech. Du hast mich ganz schön gescared. Du Arschloch-Saurier. Er ist gefangen. Gute Nachricht. Du, wir warten jetzt mal kurz, ob der hier durchkommt. Ich glaube, ich habe eine gute Nachricht. Raptoren sind echt schlecht in Türen aufmachen. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass wir ihn gefangen haben. Das wäre das Dümmste, wenn ich die Tür hier aufmachen würde. Ich habe mich in der Küche so verlaufen wie noch nie zuvor in meinem Leben. War da was? Lauf ein bisschen schneller. Ich glaube, ein Raptor ist uns auf den Fersen. Was ist elektronisch verschlossen? Hallo, machen Sie auf. Dummer Kasten. Ah, shit. Ah, okay, hier. Okay, ich dachte mir kurz, ist das jetzt so ein Rätsel, wo man irgendwelche Sicherungen... Nein, man muss nur den Hebel hier umdrehen. Okay, hallo. Hier weint jemand. Das ist nur ein kleiner Abstellraum, in dem das Licht ausgegangen ist. Das mag ich ganz besonders. Sag mal, Warum passiert das immer in Horrorspielen? Du gehst über eine Lampe und plötzlich explodiert die Lampe. Also das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Also wenn das passiert, weiß ich, dass ich hin bin, weil ich im Horrorspiel bin. So, die Oakwood Townside Abflüsse. Safety Standards. Okay. Keiner sollte da reingehen, weil es da nicht sicher ist in den Abflusskanälen. Außer Wartungsarbeiter. Bin ich ein Wartungsarbeiter? Will nicht sagen, dass ich ein schlechter Wartungsarbeiter wäre. Vielleicht wäre ich ein sehr guter Wartungsarbeiter. Hier kann man tatsächlich durchgehen. Schauen wir erstmal, ob es hier weitergeht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ist das? Ich habe ein Totem gefunden. Was kann ich damit machen? Kann ich dann den großen Diplodocus beschwören, der dann die anderen wegrammt? Oder ist das nur so ein Sammelgag? Nur so ein Sammelgag. Was zum Henker war da schon wieder? Was ist da schon wieder gewesen? Aha. Ich mag das ganz und gar nicht. Bitte was? Jemand wurde durch diese winzige Luke gezogen. Hallo? Wer soll denn das gewesen sein? War das ein Zwerg oder
Das ist ein Zwerg oder ein Feenwesen, das es erwischt hat. Die Anzahl an Fossilien, die in dieser Gegend gefunden wurden, ist erstaunlich. Nach Monaten des Protestes hat die Oakwood-Entwicklungsgruppe zugestimmt, ein Kompromiss bezüglich der natürlichen und anthropologischen Artefakte zu machen, die hier entdeckt worden sind. Die Entwicklung wird konstante Zuwendungen beziehen und gibt Warnungen raus über die Gefahren, Area zu betreten. Welchen Glauben denn? Und hier Ureinwohnern. Warum hier die Ureinwohner, dass wir Saurier sind? Wenn ja, sind die super clever im Gegensatz zu uns. Wir glauben es anscheinend ja nicht. Hallo? Muss ich hier hoch? Es hat gespeichert. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das heißt nämlich, dass wir jetzt auf der Frauenklo gefressen werden. Hier ist niemand. Mann, nein, hier ist niemand auf der Toilette. Zum anderen solltest du ein höflicher Saurier sein. Und nicht eine Dame auf dem Klo. Oh Gott, ist das eklig. Oh Gott, ich gehe raus zum Dinosaurier. Geh raus zum Dinosaurier und sterb lieber. Der Saurier ist irgendwo hier. Im Männerklo? Nein, nicht im Männerklo. Hier sind keine Dinosaurier auf dem Männerklo. Das ist aus irgendeinem Grund die Mikrowelle angeschaltet, das war ziemlich blöd. Okay, okay. Oh Gott, die sind überall hier. Ah, diese widerlichen Geräusche. Und widerlich sind die ja gar nicht, aber es hört sich so fies an tatsächlich. Wie die wittern. Okay, wenn ich hier unten bin, komme ich nicht mehr hoch. Oh nein, jetzt haben sie die Mikrowelle getötet. Ach du liebe Güte. Lass mal das hier. Na komm, lass es mal an, sonst sehe ich gar nichts hier drin. Okay, aus. Licht aus. Licht aus. Ich glaube, wir sind jetzt hier nämlich im Dinosaurierland. Hier ist irgendwo ein Saurier. Vollkommen vergeblich. Hier in diesem Spiel sind Türen unsere Freunde. Wir dürfen den Saurier nicht wütend machen. Gehen durch die Türe und schließen die hinter uns. Mein Gott, die Pfeife. Checkst wohl nicht, dass die Türen einfach das Wichtigste in diesem Game sind. Fuck, ich glaube, es verfolgt uns. Ha! Geschafft! Geschafft! Vom Raptor weg heran. Oh, der ist richtig sauer. Der ist richtig sauer, dass er jetzt alleine campen muss. Der ist richtig fucked up sauer. So. Cooles Basketballfeld. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Wenn jemand dies liest, Dylan und ich schauen nach einem sicheren Ort zum Verstecken, bis es morgen wird. Es ist nicht sicher in den Wäldern. Sie jagen von den Büschen. Bitte sei vorsichtig, Zoe. Okay. Sie jagen von den Büschen. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zum See gehen, beenden wir die Episode für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zuzuschauen, wie der GHG hier von Dinosauriern gejagt wird. Ich fand's bis jetzt super cool. Ich finde das Game super cool. Ich glaube, die nächste Episode wird dann auch schon die letzte sein. Aber ich dachte mir nicht, dass mir Dinosaurier so Angst machen. Aber eigentlich sind die ziemlich erschreckend sogar gewesen oder haben mich auch ziemlich gescared. Ich freue mich auf jeden Fall fürs nächste Mal. Kommt gut nach Hause, passt auf den Heimweg auf jeden Fall auf, dass ihr nicht von Dinosauriern gefressen werdet und mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut, ciao.